Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Super Smash Bros. Für den 3DS, dieses Mal mit der Glurak-Folge. Glaube ich zumindest, dass Glurak dran ist. Ich gehe ja von oben nach unten durch. Und hier haben wir alles, was ich vorstellen möchte. Hier haben wir auch alles, was ich vorstellen möchte. Hier war Palutena beim letzten Mal. Darin hatten wir schon. Little Mac hatten wir auch schon. Fox und Falco haben sich verändert. Pikachu hatten wir in der Demo. Glurak ist also als nächstes dran. Pajutsu hatten wir auch schon, Rob hat sich nicht verändert, das Duck-Hunt-Duo hatten wir auch, also nach Glurak wird als nächstes der gute Dr. Mario kommen, einfach nur, weil ich ihn noch nicht vorgestellt habe, auch nicht in Brawl, sondern er war nur in Melee und da habe ich keine Charaktervorstellungsvideos gemacht. Und die anderen Charaktere halt nur aus dem Grund, nicht für die Leute, die es immer noch nicht genau verstanden haben, die anderen Charaktere zeigen wir nicht mehr, weil wir sie halt in Brawl schon gezeigt haben und die sich halt zu 90% nicht verändert haben. Und die, die sich verändert haben, wie zum Beispiel Bowser haben wir gezeigt. Also B ist wieder Flammenwurf, während zur Seite ist der Flammenblitz, der jetzt neu ist, der ziemlich stark ist. Während oben ist dieser Flügelattacke und B und unten ist jetzt die alte B zur Seite-Attacke. Alles klar. Das ist der Smash und zur Seite. Das ist der Smash und unten. Das ist der Smash und oben. Das ist der normale A-Angriff. Das ist der A und zur Seite-Angriff. Das ist der A und oben-Angriff. Das ist der A und unten-Angriff. Damit haben wir alles. Wir können nochmal kämpfen. Okay, ich dachte, die Steine schleudern ein bisschen weiter weg. Im Hintergrund ist Shaymin zu sehen, in seiner Flugform. Da tut es aber nichts anderes, außer zu fliegen. So. Schauen wir mal, wie wir uns mit Glurak im Smash Run schlagen natürlich. Also Glurak, du weißt, was zu tun ist. Nämlich kein normales Brawl zu starten. Das ist nicht zu tun. Wir gehen in Smash Abenteuer. Wir gehen natürlich in den Solo-Modus. Und da darf Glurak mal ran. Auf geht's. Zertrümmerer. Kurz bevor er den Felsen zertrümmert, der Glurak Superrüstung. Dann bringt ihn kein Angriff mit. Okay. Das wusste ich auch noch nicht. Die Tipps sind teilweise echt hilfreich. So, war schon mal ein guter Start. Hier ist noch eine Schatztruhe, das ist auch ein guter Start. Da ist noch eine Schatztruhe. Und da oben ist sogar ein Geheimraum. Also viel besser konnte es, glaube ich, nicht anfangen. Lass dich nicht besiegen, normal. Ich habe keine Ahnung, was die Gegner können. Alles klar. Der sammelt einfach mal all unsere gesammelten Items auf. So viel zu dem guten Start. Wir haben jetzt nichts mehr. Wir haben absolut null. Wir sind, glaube ich, sogar noch schlechter als da, wo wir angefangen haben. Gut, dass ich den Gegner nicht kannte, deswegen nicht wusste, was er macht. Immerhin haben wir jetzt hier dieses Ding geschafft. Das war auch ziemlich nötig. Sonst hätten wir den schlechtesten Start überhaupt gehabt. Okay, wie kommen wir da jetzt schnell runter? Da haben wir eine Schatztruhe gefunden. Perfekte Bonus. Oh, da ist noch eine. Kriege ich die noch? Nein, 5 Sekunden noch. Lass mich. Oh. Alles klar. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich
Und du bist ein Geist-Pokémon, das heißt, du bist immun gegen Normalangriffe, also musst du dich mit Spezialangriffen, also mit B angreifen. Kugelwedi-Alarm! Wahrscheinlich hätte ich den Kugelwedi-Alarm erfolgreich aufgehalten. Fällt mir sogar ganz gut, weil die halt sehr schnell sterben. Ich kann mich gar nicht mehr bewegen. So, erstmal das blöde Nebulak und dann voll Dimensionstor an der Tür in eine andere Welt wurde geortet. Ich habe ihn befreit. Okay, perfekt. So, schaffe ich das noch? Schaffe ich noch? Oh Gott, besiege alle schwer. Schwer. Jawohl! Kein Ding. Easy. Ich glaube, das läuft richtig gut. Dem gleichen 900 Angriff. Was heißt denn diese Musik? Ich glaube, das heißt, war kein Sound von Palutena. Es war ein Sound, den dieser komische Gegner da macht. Der leuchtet schon. Stirb jetzt! Nicht der. Oh Gott, das war knapp. Okay, alles klar. Erstmal in Sicherheit bringen. Das komische Laserschussvieh ist gerade ziemlich nervig. Das mit dem Vieh mitnehmen und dann das Vieh besiegen. Lakitu! Das Märschnüß-Tempo-Verstärker hat den Wert von 500 überschritten. Oh du Gott, das Vieh kommt wieder. Das war zum Glück nicht knapp. Also, ich glaube, viel besser hätte man das nicht machen können. Über 500 Tempo, fast 1000 Angriff, über 600 Verteidigung. Puh, das Einzige, was wo jemand einen besseren Wert hat als wir, ist Spezial. Okay, und im Sprung, da hat einer 600, wir haben nur 300. Also im Sprung ist das Einzige, wo wir unterlegen sind. Alles andere können wir mega. Und es ist Rennen. Und wir haben... Oh, verdammt. Computer 3 hat auch gutes Tempo. Schade, dass unser Monster mega fette Angriffswert uns überhaupt nichts nützt. Wir haben fast einen 1000er Angriffswert. Jetzt kommt halt ein Rennen. So. Oh. Das wusste ich nicht. Ich bin wieder Erster. Ich bin wieder Erster. Scheiße. Ich bin wieder Letzter. Nur weil ich einmal kurz gestorben bin, willst du mich verarschen? Fuck. Nein. Nein, schon wieder Letzter. Oh Gott, ich war so lange Erster. Nein, jetzt hat der noch den Hasen. Oh Gott, es läuft alles gegen uns. Ja, bitte schon im Ziel. Ach du Scheiße, der hat sich aber richtig abgesetzt. Und ich will nur nicht Letzter werden, das wäre ziemlich scheiße. Ziel gerade. Na, immerhin bin ich Zweiter. Ja, Pit war uneinholbar. Der hatte ja nur ganz, ganz wenig weniger Tempo als wir und da sein Standardtempo schon höher ist als wir. Hat er das halt gut hingekriegt.
Das hat keine großen Probleme für ihn bereitet. Gut, das war der Glurak-Part. Beim nächsten Mal geht's weiter, wie bereits angekündigt, mit Dr. Mario. Dann kommt noch Lucina, dann kommt Pac-Man und dann kommen die Mii-Kämpfer. Der Mii-Part wird nochmal etwas längerer, dafür schließt er auch die Charaktervorstellungsvideos ab. Danach kommt noch ein Part, wo wir einige Charaktere ausprobieren, von denen ich weiß, dass sie neue Attacken haben, wie zum Beispiel eine Zelda, einen Sheik. Die kommen halt alle in einen gemeinsamen Part, also Zelda, Sheik und wer denn noch? Lucario hat sich leicht verändert, Olimar hat sich leicht verändert. Ja, wir schauen dann mal. Ich guck dann offscreen nochmal auf die Charaktere, wer sich noch alles leicht verändert hat und wer nicht. Und ja, dann schauen wir doch mal rein. Yoshi ist jetzt ein bisschen aufrechter, ansonsten hat sich Yoshi nicht groß verändert, aber den können wir auch nochmal reinnehmen. Ansonsten würde ich euch nur raten, in die Online-Parts reinzugucken, wo ich die Charaktere auch mal durchswitche. Ich spiele in Online-Modus nicht unbedingt auf Sieg, sondern ich spiele in Online-Modus auch ein bisschen auf Abwechslung. Das heißt, ich spiele dann auch mal Charaktere, die ich gar nicht gespielt habe oder gar nicht trainiert habe. Ich bin dann keiner, der dann sich einen Main raussucht und dann nur mit dem einen Charakter spielt. Sondern, ja, ich habe ein paar, die spiele ich lieber. Zum Beispiel ein Little Mac und ein Quajutsu. Die haben bei mir bislang schon besser funktioniert. Mit einem Sirius Tsutsumas habe ich auch schon gar nicht so schlecht gespielt. Und ja, das sind halt Charaktere, die spiele ich dann ein bisschen lieber. Aber ich werde halt Online-Modus trotzdem darauf achten, dass ich mal die Charaktere ein bisschen durchwechsel. Sieht man dann ja auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir uns dann dem Ende der Charaktervorstellung nähern. Also bis dann und auf Wiedersehen.